Hallo, hier ist der Martin von Money Monkeys. Das ist die DAX-Analyse für nun Dienstag, den 17.10.2023. Und zum Dienstmontag mussten sich unsere Bären auf jeden Fall hier gut im Holz festkrallen, damit sie nicht runterklatschen. Ja? Die haben jetzt nicht so einen guten Eindruck hinterlassen und der DAX ist hier ein gutes Stück wieder hochgekommen. Erinnern wir uns an das, was wir gestern gesagt haben für die Analyse für den Montag? Hat er genau das jetzt gemacht, was wir als Kontermontag bezeichnet hatten. Kurz unter das Tief drunter stechen, unter das hier sogar plus, sich hochdrücken und dann haben wir gesagt, so um die 250, 260 sollte er schließen. Und das hat er getan. Und wir hatten gesagt, das würde ihm sogar reichen und am nächsten Tag, am Dienstag dann weiter hochzuziehen, Richtung eben 300 und dann vielleicht auch schon mehr. Es ist manchmal gut, sich seine eigenen Analysen zu dokumentieren, weil ganz ehrlich, wenn ich mir den auf kleiner Zeiteinheit angucke, fällt er mir überhaupt nicht. Also auch wie der gestiegen ist, das sieht da so furchtbar aus. M5, M15, M30, egal was du anguckst, das sieht eher nach kleiner Flacke oder irgendeinem Seitwärtsmuster aus, was nach unten aufgelöst wird und nochmal so eine Welle, wie jetzt die 2 Tage danach sich zieht. Ich würde deswegen auf jeden Fall, auch wenn wir das gesagt haben und man schon in seiner Analyse bleiben sollte, dann würde ich mir trotzdem im Kopf eine kleine Abbruchbedingung setzen und die auch recht eng anziehen, und zwar unter der 1,80 hier. Und zwar unter 15,180 würde ich mich persönlich eher nach unten dem Markt öffnen und darauf einstellen, dass vielleicht noch die Schwäche nachkommt, die jetzt zum Montag eben nicht gekommen ist. Ja, hat Montag gut angefangen, hat auch das Gap geschlossen zum Freitag, aber dann kam einfach nichts mehr. Der hätte auch easy zur 5000 gehen können, hat aber nicht. Hat aber nicht gemacht, ist da einfach zurückgeblubbert und dann wieder nach oben gekleckert. Ganz langweilig, uninteressant. Ich weiß nicht, so gefühlt jede Stunde immer mal wieder drauf geguckt, ob ich nochmal ein Update rausschicken kann an die Leute. Aber da war nichts. Das ist einfach, das ist einfach so hochgekleckert. Und was wollte ich sagen? Weiß ich selber nicht mehr. Ist aber auch egal, dann war es nicht wichtig. Wichtig ist, wenn der jetzt hier unter 1,80 klackert, würde ich denken, da kommt nochmal was nachgerutscht. Wieder Richtung 15.100. Eher dann aber schon Richtung 15.000, knapp drunter hier. Ja, auch unter das Tagesband mal anstupsen. Das liegt im Bereich 14,89. Würde ich schon denken, könnte sogar zum Dienstag schon kommen. Und dann wird er wahrscheinlich zum Mittwoch dann unten rausspringen an den Channel. Wenn er das so macht. Aber wir haben ja gestern nun schon eine Analyse gemacht und uns darauf vorbereitet. Wie würde das aussehen, wenn der DAX auf so eine rote Freitagskerze anfängt zu kontern? Und haben wirklich ganz konkret gesagt, dass er in der Regel, wenn er es macht, eher eine kleine Kerze stellt, es vollkommen reichen würde, wenn die 250, 260 stellt und dann am Dienstag sich hochdrückt und im Wochenverlauf dann hier oben nochmal drüber guckt, an die Kante ranläuft. Und so würde ich dann, wenn wir eben nicht unter 1,80 abtauchen, erstmal in unserer Analyse bleiben. Ich glaube, wir haben das auch im 2-Stunden-Chart gemacht. Ja, guck mal, hier hatten wir ja auch die Pfeile drinnen. Würde das da jetzt letztendlich erstmal so drin lassen und wenn der jetzt hier weiter hochkleckert, 340, ja 300, das wäre die nächste Station und dann sogar Bereich um 420, 430. Wenn er weiter steigt und hier am Ball bleibt und nicht unter 1,80 abkippt. Ja, sollte unter 1,80 abkippen, direkt wieder nach oben zerren wie ein Dummer, wäre auch positiv und würde ich auch Richtung 300. Also eher erstmal jetzt die Erholung dem ansetzen, aber mit enger Leine einfach. Ja, weil mir gefällt nicht, wie er gestiegen ist. Das sieht unter der Haube so schwach aus hier, aber er ist gestiegen. Es ist, Tageskerze ist grün. Handel, was du siehst, so haben wir es gestern eingeleitet. So haben wir es gestern eingeleitet. Ja, ansonsten wundert euch auch nicht, wenn ich hier ein bisschen komisch klinge. Gestern hat jemand geschrieben, ich weiß nicht, ob es ein Kommentar war oder per Mail, Martin, du klingst ja gar nicht gut. Ich hoffe, bei dir ist alles okay. Also, so unfalltechnisch geht es ganz gut. Ich habe morgen auch OP. Werden mir hier die ersten Materialien schon wieder aus den Füßen entfernt, sodass ich danach wahrscheinlich auch wieder ein bisschen besser belasten darf oder ein bisschen mehr belasten darf.
Aber ich habe Halsschmerzen, das glaubst du nicht. Ich merke sie zum Glück nicht, weil ich ja eh Schmerzmittel nehme von den Dingern. Aber so, man merkt es im Mund, ne? Zunge kaum richtig bewegen, schlucken. Das ist alles irgendwie ein bisschen komisch hier. Dachte heute früh erst, ich habe irgendwie einen Schlaganfall in der Nacht gehabt, aber nee. Ich habe Halsschmerzen, merke bloß die Schmerzen nicht, weil ich die Schmerztabletten nehme. Aber es ist wirklich, das ist auch der Hals hier ein bisschen. Also ich merke schon, wo es herkommt. Eine kleine Erkältung. Ja, aber es ist nicht so schlimm, solange ich noch quasseln kann. Ich kann auch nicht laut sprechen. Das wie heißer ist die Stimme einfach weg. Ja, aber ist alles gut. Also wirklich, wenn mich der Fenstersturz nicht umbringt, dann wird es die Erkältung auch nicht schaffen. Da könnt ihr euch ganz sicher sein. Also wird alles wieder. Und von daher, ja, wünsche euch Gesundheit und viel Erfolg am Dienstag. Ja, ich habe hier nichts zu ergänzen. Wir haben alles besprochen. Ziele oben sind klar, Ziele unten sind klar. Machen wir so. Ich mache hier aus, wünsche euch was. Wir hören uns morgen wieder. Dann ohne Material im Fuß. Bis dahin, tschö.